einströmt, die Energie von Erzengel Gabriel. Einströmt das Licht der Unendlichkeit und das Feuer des Neubeginns. Ich, Erzengel Gabriel, wurde gerufen, um dich zu begleiten, um dir zu zeigen, dass es Zeit ist für einen Neubeginn. Und der Zauber eines jeden Neubeginns trägt dich zu dem galaktischen Schöpfungsmoment. Und dieser Schöpfungsmoment, er geschieht zuerst in deinem Herzen. Du wirst diesen Moment aus deinem Herzen wahrnehmen. Denn es ist der Moment, der alles in deinem Leben verändern kann. Und wenn du bereit bist, diesen Weg mit mir zu gehen, dann sprich bitte jetzt ein inneres Ja. Ein Ja, was dein Herz öffnen wird, was deine Seele beflügeln wird, um dir zu zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und so führt dich dieses Jahr über die Linien der Zeit in mein Energiefeld. Ich, Erzengel Gabriel, heiße dich willkommen. Es ist eine große Ehre, heute hier zu sein, denn du bist dabei. Dabei, wenn das großartige Neue geschieht, was uns alle miteinander verbindet und was schon lange geplant war. Jetzt ist es soweit, dass die Systeme, welche nicht von Liebe getragen sind, zusammenbrechen. Jetzt ist es soweit, dass sich neue Türen öffnen können. Neue Tore öffnen werden, die dich hineinführen in deine neue Freiheit. Du wirst für dich neue Wege erkennen, denn dein göttliches Feuer wird sich entfachen. Die geistige Welt stellt in diesen Momenten, in diesen Tagen sehr neue, wichtige Energien zur Verfügung. Alles beginnt jetzt. Der galaktische Schöpfungsmoment ist eine neue Energie, welche dich einlädt, zu dir selbst zu finden und den Blick auf das Neue zu richten. Wir werden in dir das Feuer entzünden, dein Schöpfungsfeuer. Und du wirst dies in deinem Körper spüren. Du wirst eine gewisse Unruhe spüren, die dich antreibt, voranzugehen, die dich antreibt, das Neue zu beginnen. Und wenn du bereits diese Unruhe spürst, dann schreite voran, denn es ist alles vorbereitet. Wir senden bewusstseinserweiternde Frequenzen auf die Erde. Diese Frequenzen berühren dein höheres Selbst. Und so möchte ich dich bitten, jetzt deine Aufmerksamkeit auf den Raum in deinem Kopf zu legen, den Raum deines Geistes, und zu fühlen, wie er sich anfühlt. Und wenn du etwas in diesem Raum des Geistes findest, was nicht zu dir gehört,
so darf dies jetzt gehen. Lass es zu, denn es wird dich erheben in dein göttliches Licht. Es wird dich erheben, dein höheres Selbst so intensiv zu führen wie niemals zuvor. Und so öffne nun dein Kronenchakra mit deiner Absicht, denn wir senden dir die galaktischen Downloads der bedingungslosen Liebe, welche dich anleiten wird, dein inneres Feuer zu lenken. Dieses Feuer, es zeigt dir den Weg in das Neue, den Neubeginn. Denn alles, was in deinem Umfeld nicht mehr sich halten kann, macht jetzt den Weg frei für das Neue. Ich bin der Bote des Neuen und die aktuelle Zeit wird neue Wege für dich öffnen. Alles wird leichter werden, solange du auf dein Herz hörst, solange du bereit bist, diesen einen Schritt zu gehen, den einen Schritt des Mutes, den nur du gehen kannst, der Schritt in das Neue. Sobald du diesen Schritt getan hast, werde ich dich führen, denn mir ist dein freier Wille sehr wichtig. Und so führe ich dich hinein in den Neubeginn deiner Zeit. Der Neubeginn ermöglicht, dass die Verstrickungen der Dualität sich lösen. Der Neubeginn lässt dich eine ganz andere Phase deines Lebens erfahren. Du wirst die Verstrickungen der Dualität verlassen. Du wirst sie verlassen und deinen eigenen Weg finden. Du wirst auch genau die Menschen finden, die deine Schwingung erwidern, die den gleichen Sinn für Frieden und Liebe tragen. Du wirst erkennen, wer diese Menschen sind, die dich unterstützen und die du auch unterstützen wirst. Alles wird leichter werden. Ihr werdet etwas ganz Neues erleben. Denn wenn sich die Seelen verabschieden oder neu geboren werden, werdet ihr dies anders empfinden als die ganze Zeit zuvor. Dies bedeutet, dass ein sehr großer Wandel vor sich geht. Eure Wahrnehmungen werden sich vergrößern und verfeinern. Es werden viel mehr Menschen hochsensibel werden. Und dies ist gut so, denn dann können wir die geistigen Wesen unsere Botschaften leichter überbringen. Und du wirst zum Meister des inneren Feuers. Lenke dein inneres Feuer in die neue Zukunft hinein, in dein neues Leben, das du dir selbst gestaltest. Du spürst die Energie, wie sie jetzt in dich hineinströmt. Denn der galaktische Schöpfungsmoment trägt die hohe Energie des Neubeginns und so fließt diese Energie zu dir hinein. Spüre, wie dein Körper diese Energie aufnimmt
und dich darauf vorbereitet, gekräftigt deinen Weg weiterzugehen. Du bist ein Teil des großen Wandels. Und wir, die geistigen Wesen, wir begleiten dich mit unserer Liebe. Wir begleiten dich mit unserem Licht. Und du kannst so stolz sein, bei diesen Momenten dabei zu sein. Es gibt Menschen auf der Erde, welche jetzt zu diesen Zeiten an ihre Grenzen kommen, welche entdecken werden, dass sie so nicht weitermachen können. Dies betrifft die Chefs und die führenden Kräfte. All diese Menschen werden spüren, dass das, was sie tun, nicht mehr passend ist für die neue Zeit. Und diese Menschen werden erleben, dass sie so nicht mehr weitermachen können. Aus diesem Grunde senden wir die Energien des Neubeginns. Denn auch diese Menschen werden sich ändern. Es werden neue Menschen kommen, welche euch in das Neue begleiten. Und ihr werdet genau erkennen, ob dies die neuen Menschen die richtigen sind. Ihr werdet erkennen, wer zu euch passt und eure Stimmen und euer Vertrauen nur noch den Menschen geben, die es wert sind und die das Licht des galaktischen Schöpfungsmomentes bereits in sich tragen. Und so steht dir Großes bevor. Die alten Systeme werden zerbrechen. Dafür kommen die neuen Systeme. Sie entwickeln sich schon seit langer Zeit und sie sind bereit, jetzt sich zu zeigen. Und du bist dabei. Du wolltest für diesen Moment hier auf der Erde sein. Und so danke ich dir für dein Licht und für deine Kraft, für deine Liebe und für dein göttliches Feuer, was gerade jetzt so wichtig ist. Und ich verabschiede mich mit dem Segen des Lichtes von dir, voller Liebe, voller Achtsamkeit.